wie bei jeder anderen Szene haben wir uns auch, bevor wir gedreht haben, mit dem Regisseur an dieser Szene zusammengesetzt und nochmal die Dialoge abgeklopft, wie man es glaubwürdiger und auch bedrohlicher hinkriegen kann. Und für mich war es wichtig, in dieser Szene mit möglichst wenig Aufwand eine größtmögliche Gefahr darzustellen, gepaart auch mit dem Versuch, Vertrauen zu erwecken auf eine scheinbar kollegiale Art, auch über die Grenzen hinweg, die man als Unterstummenführer gegenüber den Gefangenen hat. Und gerade dieses auch hinter den Schauspielern herum tigern und Druck von hinten aufbauen war besonders wichtig. Welcher Junge, Herr Untersturmführer? Das Judenbalk. Wo ist er? Hier ist kein Judenbalk, Herr Untersturmführer. Eure letzte Chance, sonst geht ihr alle in den Bunker zum Mandrill. Also, wo ist er? Achtung! Antreten lassen! Kommandoeffekten kann er antreten! 12 Häftlinge bei der Arbeit, einer abkommandiert. Wo ist Hauptstadtführer Zweiling? Frühstücken, Herr Untersturmführer. Wie es aussieht, will jemand von euch durch den Schornstein entlassen werden. Wo ist der Junge? Welcher Junge, Herr Untersturmführer? Das Judenbalk. Wo ist er? Hier ist kein Judenbalk, Herr Untersturmführer. Eure letzte Chance, sonst geht ihr alle in den Bunker zum Mandrill. Also, wo ist er?